Hallo ihr Lieben, willkommen in meinem ersten Bäckerei-Video. Wir sind in der Backstube Hennig in Zwenkau. Eine sehr schöne Gegend, muss ich schon sagen. Wie im Einleitungsvideo bereits erwähnt, ist Jens Hennig der Stein des Anstoßes des Ganzen hier, quasi. Und ich nehme euch jetzt mit in die Backstube. Und dahinter die Kulissen. Seid interessiert. So, hier sind wir auch schon. Gerade erwacht die Backstube. Die Bäckerei Hennig in Zwenkau ist einer der modernsten Handwerksbetriebe, die ich bisher besucht habe. Das fängt an bei der Teigverwiegung. Hier sehen wir zwei Teigkessel. Einer ist gefüllt mit Sauerteig, darauf kommen wir aber noch zu sprechen. Der zweite steht auf einer Bodenwaage. Dadurch kann grammgenau der Sauerteig gewogen werden. Über dem zweiten Kessel seht ihr ein Mehlsilo. Hier wird das benötigte Mehl eingeblasen und vorgewogen. Nachdem das Mehl in den Teigkessel eingelassen worden ist, wird es zusätzlich noch einmal von der Bodenwaage gegengewogen. Das dient der Kontrolle und gewährleistet einen gleichbleibenden Teig. Da hier bei Hennig mit modernen Maschinen gearbeitet wird und diese genau auf die gewünschten Teigeigenschaften eingestellt sind, ist eine Konstante bei den Teigeigenschaften sehr wichtig. Auf einer Tischwaage im Hintergrund werden die Zutaten wie zum Beispiel Salz und Hefe abgewogen. Jede einzelne Zutat wird von einer Software im Hintergrund auf das exakte Gewicht geprüft und muss auf einem Bildschirm bestätigt werden. Auch die Wassermenge und Temperatur wird hier kontrolliert. Das ist wichtig, denn der ausgeknetete Teig muss immer die passende Temperatur haben. Weil das Mehl in Außensilos lagert und jahreszeitenbedingt die Temperatur ändert, wird die Wassertemperatur angepasst. Sind alle Zutaten im Teigkessel, geht es zu den Teigknetern. Der Kessel wird unter einem Knetarm gefahren und fängt an, alles zu vermischen. Nachdem der Teig ausgeknetet ist, wird er eine vordefinierte Zeit stehen gelassen. Dann geht es zu den Aufarbeitungslinien, wo der Teig verwogen wird und aufgearbeitet. Aber das kann euch am besten Jens Hennig erklären. Hier wird eins unserer wichtigsten Mischbrote hergestellt. In dem Kasten gebackenes 8515 Roggenmischbrot. Heißt bei uns Urtyp, davon machen wir jede Nacht über 2000 Stück. Über einen Volumenteiler wird der Teig portioniert. Anschließend wirkt ein Kegelrundwirker den Teig rund. Danach läuft das Rundstück durch zwei Presswalzen, die die Kugel flach drücken, um schließlich unter einer Druckplatte in die gewünschte Form gerollt zu werden. Abschließend wird der Teig, wie schon gesagt, in Kästen gelegt und in den Gärraum geschoben. Hier befinden wir uns in unserem Sauerteigraum. In der Reihenfolge, wie die Kessel mit dem Natursauerteig in den Raum reingestellt werden, werden sie nach der Reifezeit auch wieder rausgenommen. Das sorgt dafür, dass alle Sauer, die bei uns verarbeitet werden, und wir haben verschiedene Sauer, unter anderem auch einen Vollkornsauer, immer mit dem optimalen Säuregrad dem Teig zugeführt werden. Hier sehen wir, wie der Wagen mit den Brotbändern in dem Portal angedockt ist und die Brote werden dann auf den Belader übergeben. Könnte man den 12. oder 9. Herd des 12-herdischen Ofens gar nicht mehr von Hand beschicken. Für jedes Produkt, was auf der Herdplatte an unserem Größeofen gebacken wird, gibt es natürlich auch ein Rezeptprogramm. Darin sind alle Schritte beim Backen hinterlegt. Fängt an mit den Temperaturschritten, wo man eine Kurve fahren kann, aber auch mit Dampf, mit Vordampf, mit der Zeit, in der der Zug geschlossen ist, wie lange der Zug geöffnet wird, wie am Ende der Backphase der Ofen wieder hochgefahren wird, um noch ein schönes Röstaromen in die Kruste zu bekommen. Und für jedes Produkt ist das natürlich auch sehr individuell. Das ist das Schöne. Es sind immer drei Herde in einer Gruppe zusammengefasst und ich kann jede Gruppe des Ofens einzeln mit dem eigenen Temperaturbereich fahren.
Nach Ablauf der Backzeit werden dann die Brote automatisch entladen mit dem gleichen Gerät, der auch belädt. Ja, wenn die Brote aus dem Ofen kommen, werden sie als erstes auf den Zwischenband übergeben. Darüber gibt es eine Sprühstation, wo die Brote nochmal mit Wasser besprüht werden. Das sorgt dann für diesen wunderschönen Glanz der Brote. Hier in dem Fall werden sie schön einzeln auf den Abtransport übergeben. Das sorgt dafür, dass am Ende beim Abpacken in die Kisten kein Stau entsteht und dass die Brote schon mal ganz leicht ankühlen können und sich verfestigen können, damit sie, wenn sie in den Kisten liegen, nicht gedrückt werden. Das sorgt natürlich dafür, dass die Qualität des Produktes immer sehr hoch ist. Es ist einfach wunderschön zu sehen, wie diese goldbraunen, duftenden, mit krachender Kruste versehenen Brote mir hier entgegenkommen. Man könnte direkt reinbeißen. Wenn die Brote dann im Abtransport zur Verpackung kommen, sehen wir, dass die Kisten automatisch entstapelt und wieder gestapelt werden. Das sorgt natürlich bei den Mitarbeitern dafür, dass es rückenschonend gearbeitet werden kann. Es muss nicht schwer gehoben werden. Im nächsten Bauabschnitt, den wir jetzt gerade planen, werden wir dann auch über ein Kistenlager nachdenken, beziehungsweise das auch mit einplanen. Das haben wir momentan hier bei uns im Unternehmen noch nicht, aber das Entstapeln und Stapeln der Kisten erfolgt schon vollautomatisch. Natürlich wird in der Bäckerei Hennig nicht nur Brot gebacken. Hier in der Region erfreut sich der Blechkuchen einer großen Beliebtheit. Wie der das Licht der Welt erblickt, schauen wir uns jetzt an. Unsere Eierschecke nach Dresdenart, viele Obstkuchen. Wir sind hier in einer absoluten Kuchengegend in Sachsen. Sachsen-Thüringen ist die Kuchengegend in Deutschland. Da wird Schnittkuchen hergestellt, wie es in anderen Gegenden die Teilchen gibt. Die Katrin und die Conny hier beim Kommissionieren der Kuchen für die Filialen. Das ist Streuselkuchen, Streuselkuchenbutter. Das ist so geil, guck mal her. Das sind so Ideen unserer Mitarbeiter, die sich einfach mal einfallen lassen, wie kann man Streuselkuchen, und davon machen wir 50, 60 Stück, wie kann man diese optimal wie möglich und so schnell wie möglich einfach mal buttern und zuckern. Also hier befinden wir uns in der Feinbäckerei. Dort stehen zwei Ultraschall-Kuchenschneidemaschinen. Das ist für mich die optimalste Technologie, um Kuchen zu schneiden. Wir haben Tage, an denen wir 500 bis 600 Kuchen in der Nacht schneiden müssen, die zur Auslieferung dann am anderen Früh fertig sein müssen, geschnitten, müssen teilweise noch kommissioniert werden. Deswegen brauchen wir auch dafür die beste Technologie. Ich finde gerade das Kuchenschneiden mit der Ultraschallmaschine das optimalste ist, weil ich krieg nirgends wo so ein sauberes Schnittbild, so eine Genauigkeit im Schneiden. Und man sieht es ja hier, es ist sehr effektiv, sehr einfach. Der Mitarbeiter hat keine große Belastung, außer die Kuchen raus und rein nehmen in der Maschine. Das ist natürlich eine Geschichte, die einfach auch für die Zufriedenheit der Mitarbeiter ganz wichtig ist. Hier werden die Donuts mit Schokolade überzogen und anschließend mit bunten Streuseln bestreut. Das ist ein absolutes Top-Produkt bei uns. Jetzt sind wir im Bereich, wo die Fettgebäcke gebacken werden, also Berliner, oder bei uns werden sie Pfannkuchen genannt. Dazu haben wir noch Quarkbällchen, Spritzkuchen und Spezialpfannkuchen mit besonderen Füllungen. Das läuft hier bei uns auch relativ automatisch, also die Übergabe der Teiglinge ins Fett läuft automatisch. Hat den Vorteil, dass die doch sehr empfindlichen Teiglinge nicht mit der Hand angefasst werden müssen, sondern direkt bei Band-zu-Band-Übergabe ins Fett reinlaufen können. Wenn ich die mit der Hand anfassen würde, bestünde die Gefahr, wenn die sehr weit gegart sind und damit auch sehr, sehr luftig als Pfannkuchen dann wären, dass sie zusammenfallen würden oder so hässliche Druckstellen kriegen. Das ist sehr, sehr schön, und damit kriegen wir einen wunderschönen Berliner oder Pfannkuchen mit einem weißen Rand. Hier sind wir dabei, wie die Baguettebrötchen gestürzt werden, auf die Bleche gestürzt werden, aus den Gärdielen und zum Backen vorbereitet werden. Das ist eines unserer wichtigsten Produkte. Gerade auch im Bereich der belegten Brötchen werden bei uns ganz häufig die Baguettes verwendet. Man sieht, es sind relativ wenig
Brötchen, die bei uns hier gebacken werden. Das liegt daran, dass nur ungefähr 5% der Brötchen in der Bäckerei gebacken werden. Der Rest von den ca. 150.000 Brötchen, die wir am Tag backen, passiert draußen, der Backprozess. In den Läden, in unseren Fachgeschäften. Alle Fachgeschäfte sind bei uns mit ordentlich Ofentechnik ausgerüstet, um einfach die Frische bis in den Feierabend, bis in die späten Abendstunden auch zu gewährleisten. Das ist so Wahnsinn hier. Micha, hörst du was? Steffen weiß nicht, was er machen soll. Hier befinden wir uns im Bereich unserer Thermorollöfen. Hier backen wir alles, was Kastenbrote sind, dann alle Brötchen, wobei insgesamt nur ungefähr 5% der Brötchen bei uns in der Produktion gebacken werden. Der Rest wird alles frisch im Laden gebacken. Dazu werden noch hier alle Schnecken und Plunder- und Blätterteige hergestellt. Bei Plunder- und Blätterteig auch über die Hälfte draußen im Laden frisch gebacken. Wir haben hier, sieht man auch auf der Aufnahme, keine Stickenofen, sondern wir haben Thermorollöfen, weil wir ganz einfach davon überzeugt sind, dass diese sanfte Hitze der Thermorollöfen einfach für die Frischhaltung, für die Qualität der Produkte für uns deutlich besser ist. Als ich meine Projektarbeit für die Ausbildung zum Brotsommelier schreiben musste, habe ich ja dieses Brötchen meiner Jugend oder meiner Kindheit wieder neu zum Leben erweckt. Wir hatten das bis dahin so nicht. Also wir konnten es als größere Bäckerei oder waren der Meinung, dass wir es nicht herstellen können. Ich wollte beweisen, dass es doch geht. Ich habe mich daran gemacht, das Brötchen meiner Kindheit neu zu entwickeln. Entstanden ist die Meistersemmel, die wir hier gerade sehen, wie sie aus der Maschine kommt. Wird auf die Kipprahmen abgesetzt, weil diese Semmeln direkt auf der Herdplatte hinten an unseren auf unseren Etagenöfen gebacken werden. Ist ein Brötchen, was sehr lang geführt ist. Wir arbeiten da mit einem Vorteig oder mit einem Hefenstück, wie wir früher gesagt haben. Dann haben wir da eine Stunde Teigruhe bei dem Teig. Und jetzt, wenn die auf den Gärgutträgern sind, stehen die nochmal für 4 Stunden, bis sie gebacken werden. Am Ende entsteht ein Brötchen, wie wir es von früher kennen, mit sehr viel Geschmack, mit einer langen Frischhaltung. Nicht so sehr luftig, sondern eher kompakt. Also es sind noch keine Backmittel verwendet, sondern nur Malz, was eigentlich auch in einem Brötchen so sein muss. Mehl, Wasser, Salz, Hefe und mit viel Liebe gebacken. Ich werde oftmals auch gefragt, wenn ich mit Kunden oder Besuchern durch die Backstube gehe, wie letztens erst wieder bei unserer Nacht des Backens. Wir sehen hier ganz viele Maschinen. Ist denn das überhaupt noch Handwerk, was ihr macht? Und da muss ich immer sagen, natürlich ist das Handwerk. Für mich ist Handwerk so weit gültig oder der Begriff des Handwerks so weit gültig, wie ich zu jedem Zeitpunkt des Produktionsprozesses auf die Qualität Einfluss nehmen kann. Das heißt also, wo ich immer hochqualifizierte Mitarbeiter brauche, die Qualität des Produktes bestimmen und nicht die Qualität des Produktes durch Maschinen und Technologien bestimmt wird. Man sieht, es ist Weihnachtszeit. Wir sind hier bei uns in unserem Kekslager. Das sind ein paar Mädels, die die Kekse in die Becher reinpacken oder Stollen verbacken. Alles, das passiert hier. Auch die Lebkuchen, die Dominosteine, alles, das wird hier verpackt und dann für die Auslieferung kommissioniert und natürlich auch etikettiert. Für die Kekse haben wir im letzten Jahr extra eine Rayon-Maschine angeschafft. Das war eine der besten Investitionen, die ich je getätigt habe. Weil seitdem hat sich natürlich das Sortiment deutlich verbessert. Und es ist auch ein sehr, sehr vielseitiges Maschinchen, mit dem man wirklich ganz viel machen kann. Hier zum Beispiel die Schnittbrötchen. Das ist jetzt schon die Produktion für Montag und Sonntag, die wir hier gerade machen. Unsere Brötchenanlage, die hat eine Stundenleistung 8,30 bis zu 22.000 Stück. Das Brötchen, was hier hergestellt wird, ist unser Schnittbrötchen. Heißt bei uns Hennigs Ofenfrisches. Und davon produzieren wir täglich zwischen 70.000 und 90.000 Stück.
Also hier befinden wir uns jetzt in unserem Versandbereich. Da werden die Produkte alle von den Blechen geschoben, beziehungsweise die Kisten kommen in den Versand, müssen dort auf die einzelnen Fachgeschäfte kommissioniert werden. Momentan haben wir 75 Bäckereifachgeschäfte, die wir von unserem Hauptbetrieb aus beliefern. Wir beliefern zweimal am Tag, um einfach auch die Frische in den Filialen zu generieren. Fast alle Produkte werden zweimal frisch gebacken, fast auch die Brote. Die werden hier in dem Bereich kommissioniert. Sehen wir hier, wie unsere zweite Belieferungstour rausfährt. Am Samstag fahren die alle pünktlich um 9 vom Hof. Da ist die Produktion beendet für den Samstag. Es fahren dann alle 18, 19 LKWs vom Hof. Wir haben uns auch aktiv dafür entschieden, alle LKWs in einem geschlossenen Raum stehen zu lassen, gerade im Winter. Finde ich, ist das absolut wichtig für die Qualität der Produkte. So sind die LKWs stehen warm. Es kommt warme Backwasser drauf und wir haben nicht die Kondensatbildung, was für mich für die Qualität des Produktes unwahrscheinlich wichtig ist. Wir befinden uns ja außerhalb vor unserem Werksverkauf oder Ladengeschäft. Es ist ein Café. Wenn es voll bestuhlt ist, können wir hier 300 Leute bekochen und mit unseren leckeren Sachen verwöhnen. Momentan ist es leider nicht so. Aufgrund der Corona-Situation dürfen wir halt nur den Verkauf öffnen. Der funktioniert aber trotzdem ganz gut. Man sieht es an der Fülle der Theke und des Brotregals. Michel, Yvonne da hinten, unserem Backhaus, wie wir unseren Werksverkauf nennen, ist durch eine voll ausgestattete Küche angeschlossen, die wir hier sehen. In der Regel arbeiten 4 bis 5 Köche hier hin und zaubern die Speisen. An einem guten Tag haben wir durchaus auch mal 150 Mittagessen hier, die wir hier über die Mittagszeit rausgeben. Aber es geht schon mit dem Frühstück los. Am Wochenende wird ein Teil der Backstube ausgeräumt und dann sitzen auch noch Gäste in der Bäckerei drinnen.